Leute, unbedingt sitzen bleiben, weiter gucken, denn jetzt gibt's in wenigen Sekunden neu mit den besten Clips auf der ganzen Welt. Kuckuck, da bin ich auch schon wieder mit eurer Lieblings-Lieblings-Sendung neu, liebe Leute. Und heute wieder mit ganz vielen neuen Clips von tollen Künstlern und außerdem noch ein paar Clips, die wir schon mal gezeigt haben hier, die ihr aber ganz schön gut fandet und wo ich auch noch neue Informationen gefunden habe. Deswegen kommen die auch noch mal. Und zum Beispiel heute mit an Bord ist der Lou Bega, ja, der lustige Lou Bega. Dann haben wir was von Jan Delay von Zeichen der Zeit. Aber beginnen tue ich mal mit dem cool Savage. Der hat ein Video gemacht, wirklich für die Autofans auf der ganzen Welt. Und wenn ihr Autofans seid, dann werdet ihr das Video lieben. Es heißt Komm mit mir und es macht echt viel Spaß. Es geht da um tolle Autos, tolle Frauen und die Mucke ist auch ordentlich toll. Und in dem Video fährt der Kurs Savage so eine Ferrari à la Michael Schumacher durch die Gegend. Alles sieht ganz blendend aus, aber dann kommt so eine Szene, wo ich so gemacht habe: Nein, nein, Kurs Savage, pass auf! Weil da sitzt er im Auto und wechselt gerade in einem Tunnel von der linken auf die rechte Spur und will dann auch noch so die Ausfahrt nehmen. Und Leute, das ist so knapp, dass er fast die Mauer küsst, aber natürlich nur fast. Also keine Sorge, ich sag mal, anschnallen und Gas geben. Hier ist der Kurs Savage mit Komm mit mir. Schuschu, da bin ich auch schon mit dem neuesten Video von Mr. Lou Bega. Und der neueste Song von ihm heißt You Wanna Be Americano und erinnert so ein bisschen an Mambo No. 5, also richtig gute Partymucke. Und in dem Video ist eine riesengroße amerikanische Flagge, ungefähr so groß. Und das letzte Mal, als ich so eine Flagge gesehen habe, das war in Miami am Flughafen. Da habe ich aber nicht so schöne Erinnerungen dran, weil da stellt man sich in so eine Schlange bei diesen Einwanderungsfuzzis, die da vorne sitzen und dann überall Stempel geben. Und da muss ich dann reinschreiben, ob ich den Präsidenten umbringen will. Und so, ich so, nein, natürlich nicht. Und dann wird auch gefragt, in welcher Straße man wohnt. Und ich wusste es leider nicht, also schreibe ich doch einfach mal, ja, Barbie Avenue, Ecke Hamburger Street. Naja, dann lege ich das vor. Ich sag mal so, das gab Arschärge, aber jetzt gibt's richtig viel Spaß mit Mr. Lou Bega und You Wanna Be Americano. Tata! Und hier kommt unser nächster Hit, liebe Leute. Und der kommt von David Tabaret und heißt Summer Love. Und David Tabaret ist in Spanien schon der mega super duper Star. Der Song ist dort auf Nummer 1 und ist wirklich so ein Sommerhit, wo alles dazu gehört. Also wirklich schöner Strand und tolle Frauen und tolles Liedchen, alles perfekt. Und das Tolle ist, unser Dance-Star-Gewinner Eugene, also Dancer 2006, der spielte auch eine Rolle. Und zwar bewegt er sich in dem Video wie eine schicke Brezel, die Knötchen machen kann und rumhüpft. Aber sowas von toll, das müsst ihr euch angucken. Hier ist das schöne Video. Viel Spaß. Ja, liebe Leute, nach einer kurzen Pause geht's weiter bei neu. Und zwar mit Jan Delay, Zeichen der Zeit und Lemon Eis. Lecker. Tata! Und da bin ich auch schon wieder zurück aus der Werbung mit unserer charmanten Sendung namens Neu. Und weiter geht's hier mit Jan Delay und seinem Song Für immer und dich. Und ich sag euch schon mal eins, der Jan, der hat sich ein neues Kuscheltier gekauft. Nee, ist kein Hund. Nee, auch kein Hamster. Mm-mm, auch kein Meerschwein. Warte mal, ich zeig's euch. Tada! Na, wer ist das? Richtig, Benjamin Blümchen. Also einen Elefanten hat er im Video dabei die ganze Zeit. Und ach, wo ich gerade bei Elefanten bin, da fällt mir eine ganz lustige Geschichte an. Also, vor einigen Jahren gab es eine Elefantendame namens Tuffy. Die wollte in Wuppertal einen Ausflug machen, wollte aber nicht laufen, sondern mit der Schwimmbahn fahren. Hat sie auch gemacht. Nur Tuffy war ein bisschen doof im Kopf und hat Tada gemacht und ist dann aus der Schwimmbahn geplumpst. Ihr ist aber nichts passiert. Ja, ich sehe schon, das ist wirklich eine Geschichte, die euch zu Tränen rührt. Und das passt auch zu dem Ende von Jans Video, weil es ist so romantisch und so süß. Ich bin mir sicher, ihr werdet alle ein Tränchen verdrücken. Also hier ist der Jan mit seinem Lieblingselefanten. Ja, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Weiter geht's hier mit Zeichen der Zeit und dem Song Ich trage dich auf meinen Händen. Und Zeichen der Zeit, das ist so eine Kombo aus Xavier Naidu, Patrick Nu, Cassandra Steen und ja, die anderen, also ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer die anderen sind, aber ich habe einen mega super duper Star entdeckt. Also in dem Video geht es darum, dass alle Kollegen so in der Lagerhalle sitzen und ein bisschen chillen und so, yeah, wir machen geile Musik. Und auf einmal fällt es mir wirklich wie Würstchen aus den Haaren, da sitzt der Bono von U2. Ich dachte, ich werde bekloppt. Dann dachte ich, nee, ich bin schon bekloppt. Aber ich schwör's euch, da sitzt der Bono von U2, er macht gar nichts, er singt nicht, er glänzt durch Anwesenheit. Und ich bin mir sicher, ihr werdet ihn auch jetzt finden. Also schön die Glubscherchen aufmachen, diesen Zeichen der Zeit. Freunde, aufgepasst und hingehört, weiter geht's mit New Newcomern, die sich Lemon Eis nennen und den überhaupt tollen Partyschieber-Song gecovert haben, den es auf der ganzen Welt gibt, Stand By Me. Nee, ihr wisst schon, Stand By Me, oh, Stand By Me, Stand By Me, ne? Jetzt habt ihr es, glaube ich, alle erkannt. Okay, ich höre auf, ne? Und ich gucke das Video so und dann denke ich, Mensch, den Typen da, den einen, den kenne ich doch. Das ist doch der Kassierer von Schlecker. Dann habe ich gedacht, nee, ist er doch nicht wirklich. Das könnte aber irgendjemand sein, den ich öfter sehe. Ah, vielleicht mein Hausmeister, ist er aber auch nicht. Es ist, jetzt weiß ich, es ist wirklich bei mir eingeschlagen wie ein Blitz, der Gunnar von DSDS, ne? Aus der Staffel Nummer 2 war das. Und in dem Video nennt er sich Gino. Und der Gino treibt sich gerne mal ins Strip.
Clubs rum. Ja, ich weiß das, weil in dem Video sind ganz viele Mädchen, die sich sehr gut bücken können und so tanzen und so Rollen machen. Ja, guckt mal dahin. So, Schnuffis, nach einer kurzen Pause gibt's hier gleich dreimal P, nämlich Pink, P Diddy, bis gleich. Hallöchen, Popöchen, da bin ich ja schon wieder zurück aus der Pause. Und weiter geht's hier mit neu, mit Clips, die ihr schon mal gesehen habt, die aber so boing, boing, supi waren, dass ich sie noch mal zeigen muss. Und weiter geht's jetzt mit Chameleon and Raiden. Und da habe ich erstmal eine Frage an euch, ne? Wen möchtet ihr nachts in einem gruseligen, dunklen Wald, wo so Geräusche kommen, so hu, hu, nicht begegnen? King Kong zum Beispiel, ne? King Kong möchte man nicht sehen, weil da kann er ja aufessen. Oder auch der grüne Hulk, weil wenn der böse wird, dann platzen die Klamotten auf und der kann dann auch in der Mitte so durchknacken. Aber auch Chameleon da vielleicht, ne? Weil der guckt immer ein wenig streng und hat sehr, sehr viel Eisen in seinem Gesicht, aber Schnurzpipigal, seine Musik läuft sehr gut in Amerika, aber auch in Deutschland ist er in den Trendcharts ganz weit oben. Deswegen gibt's hier nochmal den Chameleon mit Raiden. So, Dille, und weiter geht's hier mit P. Diddy featuring Nicole Scherzinger und Come to Me. Jawohl, die Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls, die jedermann gerne mal zum Ping-Pong-Spielen einladen würde. Und in dem Video tanzen die beiden wie verrückt, ne? Erstmal baggern die sich an, die gucken sich so an und so, yeah, baby, come on, macht der P. Diddy und sie, hey, hey, hello, I'm Nicole. Und er, oh yeah, baby, let's dance. Und sie, und auf jeden Fall kommen die beiden zum Glück zusammen zum Ende und tanzen eine feuchtfröhliche Runde. Und das möchte ich mir nochmal angucken. Wenn ihr den Song gerne mögt, dann könnt ihr ihn gerne kaufen. Denn ab heute ist das Ding in den Plattenläden. Also jetzt erstmal viel Spaß, hier ist ein kleiner Vorgeschmack. Und weiter geht's hier mit Knarz, Barkley und Smiley Face. Das ist mein absolutes mega, mega, super, duper Lieblingslied. Ganz oben in den Charts in Deutschland eingestiegen. Und in dem Video geht's um eine Zeitreise. Die beiden Jungs reisen so von Zeit zu Zeit durch verschiedene Videos, treffen ganz viele tolle Künstler. Unter anderem sind sie auch noch in Woodstock zu sehen. Und wenn ihr nicht wisst, was Woodstock ist, dann könnt ihr eure Eltern fragen. Da geht's so um, ja, freie Liebe und ey, wir haben uns alle lieb und überall sind Blümchen. Und yeah, wir haben lange Haare bis zum Po mit Läusen. Auf jeden Fall eine schöne Partystimmung. Und hier ist jetzt der Knarz Barkley mit Smiley Faces. So, ihr Hasen, einer geht noch rein und das ist natürlich die Pink, die kommt nach einer kurzen Pause hier bei Neu. Juhu, wieder zurück bei Neu. Und liebe Leute, jetzt bekommt ihr einen Clip, den habt ihr schon wahrscheinlich bei uns gesehen, aber der ist so granatig gut, dass ich ihn euch nochmal zeigen möchte. Quasi präsentiere ich ihn nochmal. Hier ist jetzt für euch die Pink mit You and Your Hand. Und die Pink hat ja vor einiger Zeit geheiratet, ne? Und zwar ihren Motorrad-Crossfahrer-Boy mit den vielen Tattoos, der Carrie Hart heißt. Und die Hochzeit war wirklich wie eine wunderschöne Traumhochzeit. Die Pink in einem ganz tollen Kleid, super Gäste eingeladen, mega große Torte, am Meer haben sie gefeiert. Und die Pink hat ja so coole Freunde wie, ich sag mal, Lenny Kravitz oder Paris Hilton zum Beispiel. Und wer singt bei der Pink auf der Hochzeit? Leute, da kommt ihr nie drauf. Ich sag's euch lieber, der Sascha. Also als Dick Brave mit seinen Kollegen. Das ist doch echt zum bekloppt werden, ne? Auch übrigens, wo ich gerade mal bekloppt bin, total bekloppt und crazy und abgefahren, den Song von Pink, You and Your Hand, gibt's ab heute zu kaufen in den Plattenläden. Und hier ist schon mal die Pink mit einem wunderschönen Video. Viel Spaß damit und tschüss.